Creme Brûlée sollte es werden. Ihr habt abgestimmt. Es gab so viel zur Auswahl. Am Ende ist es Creme Brûlée geworden. Finde ich super. Ich glaube, eins der einfachsten Rezepte oder ein einfacheres oder ein kurzes Rezept. Vielleicht auch mal ein kurzes Video. Denke ich ja nicht, aber wir zeigen einfach mal, wie es geht, wie es funktioniert mit der WMF Avantgarde. Die Namen machen mich fertig, ehrlich. Die Namen machen mich fertig. Diese ganzen Franzosen. So, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das Rezept zu suchen bei der WMF. Wir haben es aber abgespeichert. Wer sehen will, wie es mit der Suche ist, der muss halt das nächste Video abwarten und schauen. Oh. Wir gehen auf meine Rezeptbücher. Tim, tim, tim. Dort haben wir es abgespeichert. Man sieht auch schon Creme Brûlée. Zack. Starten. Sollen wir kurz den Hinweis zeigen? Welchen Hinweis? Mit den Menge und so. Aber wir sind jetzt zu zweit. Ach so, stimmt. Habe ich überhaupt umgestellt. Ja. So, guck mal. Ja, abbrechen, anhalten, genau. Komm mal hier, komm mal hier. Haha. Zack. Stimmt, da kann man's. So, und wenn wir zwei sind, machen wir das Ding für zwei. Guter Hinweis, guter Hinweis. Aber noch einen Hinweis kannst du bringen. Sieht gut aus. Auch. Und wenn ihr mehr von guten Dingen sehen wollt, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Glöckchen drücken, Facebook, Insta, TikTok. Mann, ist ein Bauchler, leck mir mal. So, jetzt machen wir weiter. Okay, Start. Den Backofen haben wir vorgeheizt. Waage starten. 120 Grad Umluft übrigens. So, aber seht ihr, hoffentlich. Im Bestfall. Im Bestfall, seht ihr. Waage starten. Zwei Eigelb. Kein Messer einsetzen vorher? Sagt er nichts vorher? Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Das stimmt natürlich. Ja. Schlagrühraufsatz. Schlagrühraufsatz. Wir brauchen einen Schlagrühraufsatz. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich muss gucken, was ist der Schlagrühraufsatz? Sticker! Schlagen emulgieren, würde ich brauchen. Jawohl. Gib mir mal ganz kurz. Das ist meine Männerhandtasche. Ja, dann guck mal. Weil du hast ja jetzt hier rühren, schlagen. Ja. Aber wir brauchen den Schlagrühraufsatz. Warte, aber auch da können wir, glaube ich. Da gibbet. Ja, Leute, sorry, da müssen wir jetzt leider gucken. Tada! Siehst du, und dann zeigt er dir an, welches Messer du genau brauchst. Das heißt, wir reden also hier von ihm, ja? Richtig. So. Ja, für alles gesorgt in der Maschine. So, jetzt kann ich die zwei Eigelb da. Guter Hinweis, finde ich. Ja. Die zwei Eigelb da. Schmackhof hat. So, dann brauchen wir einen Esslöffel Zucker. Achso, dann. Ist ja geflitzt. Ich erweise dir die Ehre. Mit dem. Was sind das für coole Löffel? Aber wirklich. Daniel! Wo kommt die denn her? Wo hast du diese Löffel her? Oh mein Gott, wer sie auch haben will, einfach die könnten mal im Shop sein. Einfach mal in die Beschreibung gucken. Was hast du gesagt? So. Er sagt einen halben Teelöffel. Den kannst du, ich sag, viermal drehen reicht. So. Wobei Vanillearoma in Creme Brûlée finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal ordentlich was rein, aber dann würde ich sagen, das hier ist jetzt ein. Das sieht gut aus. Das war's auch schon, ne? Ja. Okay. So. Nochmal Backofen vorheizen. Deckel schließen? Ich muss jetzt den Deckel schließen. Oh. Von der Seite dazu machen wir jetzt eigentlich. Also, und jetzt Teamwork. Starten, 30 Sekunden. Und dann wird er jetzt das ganze Ding so richtig schön mischen. Ja. Und dann müssen wir jetzt 30, nur noch 20 Sekunden überbrücken. Ich aber glaub, ich weiß. Captain, er wird schlagen oder rühren. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja. Was kannst du sonst noch? Falls noch nicht geschehen, ne? Liken, teilen, abonnieren, Glöckchen drücken. Facebook, Instagram, TikTok. Guck die Reels. So. Tada! Die Länge 20 Sekunden sein können. Ja, mit dem Spatel das in die Mitte schieben. Alles in die Mitte schieben, nicht das in die Mitte schieben. Ja. Alles in die Mitte schieben. Schlimm hätte ich gefunden, wie, ich rieche Ei. Der Junge macht doch alles kaputt, ne? Der macht alles kaputt. Ja, also in die Mitte schieben, mach ich. Und die Sahne, so, Waage starten. Ja, komm, reicht jetzt hier. 200 Milliliter Sahne. Schwester, Tupfer. Komme ich jetzt auf der Waage eigentlich? Ist doch. Nee. Also ja, das ist die Waage. Ja, das ist absolut richtig. Moment. Ja, ich glaube, wir hätten einfach auf OK gehen. Ja, nee. Nee. Dann machen wir das. Auch dafür haben wir schon Hack.
Nee, da ist auch noch die Waage nicht richtig drin. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Weil ja. Es ging. Es ja, ging ja fast. Es kommt aber auch. So, jetzt. So. Jetzt 200 brauchst du, ne? Also die 40 Gramm da nicht beachten. Du kannst ruhig kippen. Also ich will das verteilen. So. Wir müssen jetzt nicht unnötig lang in die alles in die Länge ziehen. So. Ja. Ja. So, dann wie hat Horst Lichter mal gesagt, Sahne ist Geschmacksträger. Waage starten, die Sahne hinzufügen, den Deckel schließen und auf Start drücken. Ach, hier ist der Deckel. So. Na dann, nochmal 30 Sekunden. Meine Güte, wir müssen hier aber auch, oh, jetzt mache, aber sehr leise. Wirklich sehr leise, das ist richtig, richtig cool. Und man kann komplett reingucken, ja. Was Konsistenz und sowas angeht, ne? Das ist schon, da würde ich sagen, ist ein USP. Also einmal, dass du reingucken kannst, dass ja. Es aber wirklich leise ist. Also das ist wirklich ein angenehmes und immer noch auch ne, Material haben wir schon sehr hochwertig definitiv. Im Unboxing. Ne? Also ja, das ist schon definitiv. Echt cool. Ich habe ja übrigens hart mit der Sahne. Ach, guck mal. Ich weiß, dann gib mir mal ein Tuch, aber hier sind sie. Ich habe so eine Sahnespur hinterlegt. Ich habe eine Sahne. Ja. Und schon wieder haben wir 20 Sekunden gut überbrückt. Und übrigens ein angenehmer Ton. Das war's. Nee, das war's. Ja, so, Ende. Löffel. Nee, wir müssen, also. Ja, nee, wir müssen das wirklich umfüllen. Warum machen wir das? Verstehe die Frage. Schreib mal in die Kommentare, warum wir das machen. Und ob wir dich doch einfach aufhören sollen. Genau. Schreib mal bitte um die Kommentare, ob wir nicht sein lassen sollen. So, jetzt finde ich aber auch, können wir nämlich mal gucken. Vielen Dank. Oh, schön. Warte, dann gebe ich dir das Schüsselchen hier. Dann können wir das nämlich einmal so rüberbringen. Ich warte, ich, ne? Ah, oh, das war auch. Ja, das auch ohne das Schüsselchen machen können, aber gut. Zum Rausnehmen. Drücken. Dann. Müssen wir es einmal drehen und jetzt füllen wir das da um? Ich bin gespannt. Das sieht aber schön aus. Das sieht aber schon geil aus, ne? Mhm. Und das passt auch gut bis jetzt. So, Form. Oh, warte, die Vanille. Oh, die Vanille. Womit wir geklärt hätten, welche Form ich nehme. So. Du schon mal gar keine. Wegen dir passt Nico Kochjack nicht mehr. Das ist richtig. Oder nicht nein. Wegen mir passt Nico Kochjack nicht mehr. Achso, das obwohl stimmt. Das eine das andere nicht ausschließt. Traurig, aber wahr. So, jetzt müssen wir. Was soll ich sagen? Wer viel kocht, wird viel fett. So. Hier reinstellen. Ja, jetzt kommen die einfach in eine ofenfeste, feuerfeste, wie man es nennen mag. Kochendes Wasser. Kochendes Wasser, haben wir uns kurz Hilfe geholt. Das haben wir schön geköchelt. Jetzt kommt er da hin. So, und dann, Freunde, ja. Kommt das Ding, wenn der Ofen vorgeheizt ist. Ja, also hier steht, das finde ich einen ganz guten Hinweis auch, 35 Minuten in den Ofen bei Umluft, 120 Grad haben wir in der Tat vorgeheizt. Steht extra drin, bei dickwandigen gerne auf 40 Minuten erhöhen. Ich würde sagen, die Schüssel sind relativ dickwandig, wahrscheinlich würde ihr 40 Minuten. Timer, 40 Minuten. So. Jetzt hoffe ich, fährt auch Kit noch vor. Und das ist richtig. Ja, dann würde ich sagen, ihr nochmal fleißig hier liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glöckchen drücken, Facebook, vor allen Dingen mal folgen auf Facebook und so, mal der Seite folgen, mal gefällt mir klicken und so. Ja. Instagram übrigens auch. Ja. Das sind aber coole Reels und so, jeden Morgen Terrassenstory. Also. Gucken. Wir zeigen euch das Ergebnis. So. Da sind wir. Herrlich. Und wenn ich hier nicht der Einzige bin, der brennt. Tada! Wir müssen auch Erstzuckerstreuen. Mach ich. Erstzuckerstreuen. Ich versuche schon mal das Ding anzumachen. Bitte lass die Bude heile. Oh, das wäre eine kleine Flamme. Soll ich mal beide direkt? Ja. Ja, komm. Streu mal drüber. Wie viel? Mir ist egal. Hauptsache. Hauptsache süß. Da reicht's, komm. Den fackel ich an. Willst du gleich selber auch fackeln? Nee. Ich sag, ey, brennt schon ohne das Moped. Das war wohl ein Schnuff zu heiß. Alter, das hört sich aber auch an, als würde es Eisen schmieden, Junge. Das riecht auf jeden Fall nach Karamell. Das fühle ich. Übertreib uns nicht, die ganze Form glüht. Das hat Spaß gemacht. Du musst mehr flambieren. Du musst mehr flambieren. Noch mehr? Ja, alles weiß, Junge. Da muss eine Kruste geben. Außer, tu nicht, als hättest du Spaß dabei. Okay. Wie kommst du drauf? Ich habe ein bisschen Angst, um da dran zu stehen. Aber, okay. Jetzt gleich platzt das Förmchen. Ich sage euch gleich was. Meine Frau freut sich, die wollte immer einen Flambierer haben für Hähnchen. Jetzt machen kannst direkt, jetzt kannst du direkt in den Haaren, ne? Genau, jetzt kannst du direkt grillen. Kann direkt durchbraten. Kann direkt. Kannst du, hast du auch so ein Auto geholt? Wo das Hähnchen einfach auf einer Gabel einmal so drehst, fertig? Oder gab es noch so einen Dönerspieß unten? So.
So. Kleine Löffel? Oder so, nehmen wir den großen Backen? Nee, so ganz. Riecht assi. Kurz mal geklimpert für die Community, damit nicht langweilig ist. So. Kann man da jetzt anpacken oder hast du das jetzt glühend gezaubert? Weiß ich nicht. Ich werde Schmerzen spüren. Oh, guck mal. Ist schon. Ist noch flüssig. Ja, gut, stand jetzt auch nicht so lange, aber kommt ja erstmal vom Geschmack an, ne? Das ist jetzt deine Meinung bei flüssigem Ei, weil wir einfach nur kalt gerührt haben. Aber geschmacklich lecker. Ja? Hm. Oh. Nee, bei mir geht. Aber was soll ich sagen? Die Kruste kann man trotzdem essen. Aber er hätte ein bisschen länger noch im Kühlschrank gemusst. Aber aufgrund der Zeit war es nicht möglich. Kann man machen. Kruste oben drauf. Das ist halt Karamell, Dekla, das ist jetzt kein Hexenwerk. Darum geht mir nicht. So, lecker ist lecker. Mhm. In dem Sinne. Genau, schmacklich gut. Ja. Schmacklich gut. Jetzt mag oder Jungs. Precis. Na, wie würde der Holländer sagen? Hau je. Tschüss.